mit Jesus Urlauber. Mahlzeit. Ja, ich bin wieder da. Geht wieder weiter. Ich war ein wenig unterwegs und habe irgendwie den Hinterwinter mich gebracht und ja, alles sehr interessant, sehr interessante Leute kennengelernt. Ich bin in Göteborg gewesen und in Berlin und in Oldenburg und in Köln und in Bitburg und ja, interessante Sachen passiert, es haben sich interessante Sachen ergeben und jetzt muss ich ja gerade erstmal wieder irgendwie anfangen, da nochmal quasi in meinen Videos mit Fuß zu fassen und Anschluss zu bekommen, zum, ne, damit ihr wissen, was los war. Also ich sitze hier gerade bei meinem Karinchen und im Prinzessinnen-Tempel. Hier, ich habe auch... Na? So langsam wird man selber zur Prinzessin und tut mir gerade ganz gut. Und ja, es gibt viel, viel zu tun, was man machen kann, wenn man was tun möchte. Und davon möchte ich gerade mal kurz ein bisschen erzählen. Also, bei mir ist es halt im Moment so, ich bin ja auf Peace Trail. Ja, ich bin ja explizit gerade unterwegs, um für Ruhe, Frieden und Liebe zu sorgen. Und finanziere mir das Ganze halt eben durch die Tätowiererei. Aber es ist halt jetzt in der letzten Zeit auch wirklich mehrfach vorgekommen, dass... ja, ich da sein konnte, wo ich wirklich auch gerade nicht unbedingt nur als Tätowierer gebraucht wurde, sondern dass Leute mich an, also das ist ja bei mir sowieso schon, ich bin ja immer, habe hier meine Seelsorge-Hotline, ne, Jesus-Line, und es rufen ja sowieso immer wieder mal Leute bei mir an, die wissen, warum es Sinn macht, einfach mal kurz 2 Minuten mit mir zu reden, wenn sie irgendwie gerade den Faden verloren haben in ihrem Leben und gerade nicht weiter wissen. Manchmal hilft das aber auch nicht und dann merke ich so, da ist es intensiver, da brauche ich irgendwie mehr, dann muss ich präsenter sein und dann fahre ich da einfach hin. So, und wenn dann halt eben sowas kommt, so ein Notruf, dann das ist halt eben auch der Grund, ist mir aufgefallen, warum eben ich nicht in der Lage bin, Termingeschäft zu machen. So, weil wirklich immer irgendwas dazwischen kommt, was halt eben in dem Moment dann einfach wichtiger für mich ist als Tattoo-Termine, weil die Tattoo-Termine ja eigentlich den Peace Trail finanzieren sollen. Und ja, da kristallisiert sich bei mir jetzt gerade auch irgendwie so ein bisschen raus, wie ich das sinniger verpacken kann, damit halt auch alles um mich herum auch besser weiß, wie ich da zur Verfügung stehen kann und was ich tun kann und unter welchen Bedingungen das eben situationsbedingt machbar ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Ja. Wer jetzt aber eben nicht tätowiermäßig, sondern Peace Trail-mäßig mit mir zusammenarbeiten möchte, der kann das tun und vor allen Dingen, ich bin hier gerade nur quasi, ich übernehme eine Sprecherfunktion für eine ganze Gruppe von Menschen, mit denen ich halt in den letzten Wochen connected habe. Das geht halt auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Es gibt einen neuen YouTube-Kanal, das ist der Rock'n'Roll Jesus-Kanal und da mache ich explizit dann halt eben auch englische Videos, weil ich halt eben mittlerweile ziemlich viele Anfragen bekommen habe, so, ja, ist ja toll, dass du so viele Videos gemacht hast, verstehen kein Sau, ja, verstehen nur die Deutschen, aber wer halt eben kein Deutsch kann, der hat halt eben keinen Zugriff auf deine Inspiration. Das ist dann halt vor allen Dingen in Göteborg sehr aufgefallen, weil die halt sagen, hey, du musst mal mit dem, was du so alles sagst, da musst du mal irgendwie an die Leute, ich sag, ne, ich tue, was ich kann. Und ja, so halte ich das auch. Ne? Tun, was man kann, ist sowieso halt eben immer genau das Ding. Das ist die Devise. Und so haben, so hat sich ein Tag rauskristallisiert. Ich hatte davon erzählt, dass ich am 8. Mai 2009
damals meinen Personalausweis verschnitten hatte, halt eben mit den anderen, die dabei waren. Und in der letzten Zeit kam halt immer häufiger auch eben die Anfrage an mich, wie ist das hier so, ne, mit Personal und bla bla. Und dann hatte ich mit dem Hiob diese 4 Stunden Live-Sendung gemacht. Danach kamen halt eben so Fragen wie, ja, was ist denn, wie findet man denn dieses P2P-Netzwerk, wie kann man denn da ein Teil von werden und so. Und das Ding ist, es ist alles wesentlich einfacher als, vor allen Dingen in der Umsetzung, wesentlich einfacher, als man sich das vorstellen kann. Ich habe halt eben nur bis jetzt nicht so richtig die Möglichkeit, es halt eben vernünftig zu erklären. Jetzt so langsam zeigt sich das immer mehr, man kann es immer mehr sehen, aber ich habe schon 1000 Mal es erklärt und dann geht es halt eben so an ein paar Leute. Und ja, da bin ich aber nicht der Einzige. Ich bin ja nicht der einzige Mensch, der hier irgendwie mit sinnigen Inspirationen aufwarten kann, weil er sich halt eben um sinnige Inspirationen auch bemüht. Ja, die kann ich ja nur mit aufwarten, weil ich sie selber auch bekommen habe. Und da gibt es halt ja noch sehr viele andere Leute, die sich gerade mit neuen Gedankengut, neuen Denkansätzen, mit alternativen Lebensweisen, mit alternativer Energie, mit Eco-Housing, mit Free-Schooling, mit dann aber auch so Sachen wie Souveränität, also eigentlich auch die Sachen, die ich auch so alle mache, aber halt jeder auf seinem eigenen Bereich, ja. Und ich bin nur bestimmt nicht der Einzige, dem es sich lohnt zuzuhören. Das Ding ist, dass wir halt eben die Aufmerksamkeit derer, die die Information eigentlich oder die Inspiration eigentlich bräuchten, eben nicht bekommen, weil die noch vollständig irgendwie ständig in dieser Ablenkungsshow, von dieser Ablenkungsshow abgelenkt werden. Sie sind durchaus interessiert. Ich merke das immer wieder. Es ist egal, zu wem ich komme, aber wenn ich anfange, von diesen Sachen zu erzählen, ist jeder interessiert. Egal, wo ich hinkomme. Da ist keiner, der sagt, ey, das interessiert mich alles gar nicht. Das habe ich echt Jahre nicht mehr gehört. Und ich weiß, dass es viele andere gibt, denen das genauso geht. Und ich finde, diese Leute sollten einfach, oder wir sollten einfach mal ein bisschen mehr Gehör bekommen, weil wir wissen, dass es eigentlich dem Rest der Welt auch sehr gut tun würde, wenn wir mal ein wenig Gehör bekämen. Und deswegen haben wir hier die Möglichkeit, mit Hilfe all derer, die das einfach auch nur genauso sehen, mal ein bisschen Rummel zu machen. Und jetzt hat sich quasi Folgendes ergeben. Es besteht die Möglichkeit, am 8. Mai 2013 einen Aktionstag zu machen, und zwar weltweit. Da gibt es schon quasi ein Logo für. Das ist eigentlich eher so, ja, das ist dieses 8V13, und da kam halt eben das mit dem V als Mai, weil wir hatten überlegt, wie können wir das so machen, dass es quasi international als Datum erkennbar ist. Also haben wir gesagt, wir machen, ne, die 8, 8er V ist dann halt eben für den Mai, aber das V vorzugsweise in Rot, wie Vendetta, ja. Da haben wir wieder das Gleiche eigentlich, wir haben etwas aus dem Film V wie Vendetta, aber halt eben ohne, dass Warner Brothers sich eine goldene Nase daran verdient, dass wir mit Guy Fawkes Masken rumlaufen, sondern einfach ein rotes V und eine 8 und eine 13 daneben, kann man halt überall im Internet, überall, ich habe es einfach auch direkt schon mal in mein Profilbild gemacht, man kann es überall hinschreiben, man kann es, ich werde mir jetzt einen roten und schwarzen Edding besorgen, werde ich erstmal auf meinem Auto 8V13 dahin schreiben. Einfach, dass das überall auftaucht, wie ein Teaser, dass die Leute aufmerksam drauf werden. Was ist das denn eigentlich? Und dann kann man halt eben sagen, ja, das ist, ne, also letztendlich werden wir dann halt viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn wir viele Leute dazu bewegen, am 8. Mai etwas zu tun, was eigentlich längst überfällig ist. Was das für jeden Einzelnen ist, muss jeder eigene selber wissen. Aber etwas tun, was längst überfällig ist. Für die einen ist es, einen Personalausweis zu zerschneiden. Für die anderen ist es, endlich diesen scheiß Job zu kündigen, der einen krank und fertig macht. Ich rede nicht von den Leuten, die glücklich in ihrem Job sind. Macht ihr das weiter. Aber ich rede zum Beispiel davon, wenn man das, und wenn man nicht kündigen kann, ist bestimmt, hey, dann lauft zum Arzt an dem Tag. Lauft zum Arzt an dem Tag und lasst euch erstmal 2 Wochen krank schreiben.
geht dahin mit, ich habe Burnout oder ich hab Psyche. Ja, auf so, der Comex sagte gestern, ich habe Fuck off. Ich sag, ey, das ist auch alt hier noch, da kriegst du bestimmt mittlerweile auch schon 2 Wochen gelben Schein für. Spielt mit diesen Dingen. Diese Möglichkeit gibt uns die Welt. Und wenn wir sie nicht nutzen, sind wir selber schuld. Aber hier können wir diese Möglichkeiten einfach mal nutzen, ohne dass wir ein Risiko eingehen müssten, wirklich. Aber wir können was machen. Ne, wenn wir uns krank schreiben lassen, sind wir unkündbar. Dann kann man nicht kündigen. Ne, aber man soll. Also irgendwie. Ich finde es ja schick, ne? Aber stört gerade. Irritiert mich. Diese Möglichkeiten bestehen. Und letztendlich geht es darum, am 15. Am 15. 8. Mai, Tag der Kapitulation, ja, 45 hat Deutschland kapituliert, am 8. Mai. Am 8. Mai 2009 haben wir uns extra dafür auch den Tag ausgesucht, um die Personalausweise zu zerschneiden, weil es halt eben der Tag der Kapitulation dann auch für uns wieder war. Und wir haben uns gedacht, ja, Mensch, langsam, weil... Langsam wird den Leuten immer klarer, dass sie mitten in einem Krieg verzettelt sind. Auch wenn wir hier nicht mit Bomben und was weiß ich was und Zerstörung, aber die Familien gehen kaputt. Alles geht kaputt in dieser Gesellschaft, weil die Waffen, die sich gegen uns richten, zum Beispiel Fernsehen oder Kaufrausch oder ne, diesen ganzen Krempel, auch dieses ganze Gegeneinander halt. Und das ist das Problem, das Gegeneinander. Das Gegeneinander ist das Problem. Das ist die Basis der alten Welt. Und die neue Welt basiert auf einem Miteinander. Und den Schwung würden wir, diesen Status quo, den würden wir ganz gerne am 8. Mai ändern. Wir für uns haben das eh längst getan. Also wir, es ist jetzt wirklich, das ist ein Angebot. Ich mache das hier wirklich gerade, weil ich darum gebeten worden bin, weil ich das kann, das hier gerade zu machen. Und das mache ich sehr gerne. Und es ist mir mittlerweile völlig egal, ob das eine Riesensache wird. Es kann, das Potenzial ist drin. Es kommt nur darauf an, wie du gerade jetzt mitmachst. Ob du sagst, ja, ne, nette Idee. Oder ob du anfängst, auf jeden Fall schon mal dieses 8V13 irgendwo hinzuballern, zu taggen. Aufmerksamkeit darauf zu machen. Und dann können wir, dann haben wir jetzt noch 2 Monate Zeit, wo wir aufbauen können. Wo wir... Ey, weiß ich alles nicht. Ist mir scheißegal. Lasst gucken, was passiert. Auch das Ganze nicht mit einem Ziel verfolgen, sondern eher das Ganze tun, um herauszufinden, was passiert. Seit 8 Jahren laufe ich durch die Gegend, erzähle den Leuten Sachen, wo mir Leute sagen, nee, das ist nicht möglich. Und ich sage, doch, es ist möglich. Es hat nur noch nie einer versucht. Es hat noch nie einer ausprobiert. Vor allen Dingen nicht mit den Möglichkeiten, die wir heute haben. Internet, die ganze Vernetzung, wir sind überall komplett vernetzt. Wir brauchen kein explizites Netzwerk mehr. Man muss keine Webseite haben, um sich Informationen zu holen. Die kann man direkt bei den Leuten bekommen. Das ist P2P. Deswegen kann ich das so schlecht erklären, wenn die Leute von mir eine Erklärung haben wollen, was P2P ist und dann von mir eine Webseite haben wollen, wo das alles drauf erklärt ist. Das ist, man kann das nicht erklären. Man muss das erleben. Weil sonst kann man sich das nicht vorstellen. Wenn ich das erkläre, dann ist immer das Problem, dass die Leute zwar sagen, ja, ich würde ja gerne einfach auch bedingungslos geben, aber es gibt mir ja keiner was bedingungslos. Und genau das ist der Punkt. Solange das so in den Köpfen ist, hindert das. Ja, das ist für den Anfang so. Aber wenn ich diese Einstellung in mir vornehme und anfange immer mehr, ich muss nicht alles sofort bedingungslos geben, aber die Dinge, die ich schon mal geben kann, einfach weggebe. Da, ey, jemand freut sich über was ich gerade eh nicht mehr brauche, ey, dann gebe ich das da gerne hin. Und dann kriege ich auch ein Lachen zurück. Wie geil ist die Welt? Ich habe gerade Müll verschenkt. Für mich unbrauchbares Zeug, Müll. Und für den anderen eine Tür aufgemacht. Dann hat er eine Möglichkeit, die er nutzen kann. Ja, so. Und das ist jetzt quasi einfach mal das erste Video, was ich dazu mache. Es werden andere Videos kommen. Ich denke mal auch, dass auch Videos von anderen Leuten kommen werden, wenn sie den Sinn darin erkennen. Es geht darum, den 8. Mai zu einem Aktionstag zu erklären, an dem wir den Status quo ändern, um dadurch auch Zugang zu den ganzen neuen Sachen zu bekommen. Und zwar rede ich in diesem Fall von einem Wir als eine Masse, die auch die Massentauglichkeit dieser Dinge beweisen kann.
Und dann werden die Leute nämlich sehen, dass es doch funktioniert. Ich glaube das für jeden Einzelnen von euch mit. Ich weiß das. Das ist in Stein gemeißelt. Das ist für mich unmöglich anders. Das kann nicht nicht funktionieren. Und jetzt gilt es einfach, jedem Einzelnen selber die Frage zu stellen, willst du was ändern? Worauf wartest du dann noch? Am 8. Mai haben wir die Möglichkeit, alle zusammen was aufzubauen. Oder bis zum 8. Mai haben wir die Möglichkeit, was aufzubauen, was wir am 8. Mai nutzen können. Bis zum 8. Mai braucht es noch überhaupt keiner. Man kann sich überlegen, was man, aber man kann keine Entscheidungen treffen. Am 8. Mai trefft ihr die Entscheidung, ob ihr euren Personalausweis zerschnippelt oder was auch immer. Dann seht ihr, wie groß die Sache auch geworden ist, wie viel Rückendeckung ihr auch habt und wie viel Hemmschwelle runtergegangen ist, damit ihr drüber gehen könnt. Damit ihr das tun könnt, was eigentlich längst überfällig ist. Was ihr eigentlich schon lange mit euch rumtragt, ob das jetzt der scheiß Job ist, den man eigentlich weg haben will, ob das der Personalausweis ist, ob das eine nicht fruchtbare Beziehung ist. Und man sich denkt so, ey, wie werde ich die Alte bloß los? Oder wie komme ich von dem Typen weg? Beschäftigt euch genau damit, dass ihr das, was überfällig ist und was für euch Stress bedeutet, am 8. Mai aus der Welt schaffen könnt. Und zwar nicht alleine, sondern mit ganz vielen Menschen zusammen. Und das wird nicht auf Deutschland beschränkt sein. Ne? Die Vereinigung des schwedischen Frühlings ist auch mit dabei und noch viele, viele andere. Ich habe aus London gerade eben jetzt noch Hallo nach London. Ich finde das, ich habe gehört bekommen, dass ich in London mittlerweile auch bekannt bin. Ich so, scheiße, ich war noch nicht mal da. Ne. So ist das. Einfach Möglichkeiten nutzen, gucken, was man, was geht, was man machen kann und dann lass uns reinhauen und gucken, was passiert. Lass uns einen Frühling, einen Sommer aufbauen, den wir dann auch wirklich genießen können und dann wirklich Party machen können. Mal endlich. Und mit Party meine ich endlich mal ausgelassen feiern können. Und nicht irgendwie so, wie man es bisher gewohnt ist, bis in Exzess, sondern einfach mal... Ja, die wenigsten Leute wissen, wie das ist, wenn der Krieg vorbei ist. Ne? Ist in Deutschland lange noch nicht mehr gewesen. Wie das ist, wie dieses Gefühl ist, wenn auf einmal ein Krieg vorbei ist. Und jetzt lasst uns diesen Krieg oben gegen unten einfach beenden, indem wir einfach kapitulieren. Dann sagen die, ha, wir haben gewonnen. Und ja, und aber dann folgt denen keiner mehr. Das ist nämlich das, was nach dem Krieg passiert. Da ist jeder erstmal auf sich gestellt. Und dann kommt man um Nachbarschaftshilfe überhaupt gar nicht rum. Die Trümmerfrauen hätten Deutschland überhaupt, wenn die nicht Hand in Hand gearbeitet hätten und ein Wir-Gefühl aufgebaut hätten, dann würden wir jetzt immer noch irgendwo auf irgendwelchen Trümmern sitzen. Aber das kann man sich halt eben schaffen. Das kann man nirgendwo kaufen. Das kann man vor allen Dingen von nirgendwem fordern. Niemanden. Ja, und deswegen habe ich, also ich bin, ne, ich sag's nochmal, ich bin jetzt mehrfach angegriffen worden wegen irgendwelcher Sichtweisen, die ich vertreten habe, wo ich irgendwelche Petitionen nicht unterschreiben wollte, weil ich gesagt habe, das lenkt ab vom Wesentlichen. Und dann, boah, wenn dich irgendwelche Tierfabriken ablenken, dann bist du direkt raus aus meiner Freundesliste. Ignoranten und Feiglinge kann ich nicht brauchen. Ja, ich denke mir, Mädchen, ey, du hast nochmal, ne, Ignorant und Feigling bist du gerade selber. Du bist so feige, um nachzufragen, warum ich sage, was ich sage, und ignorant genug, was dich überhaupt gar nicht interessiert. Stattdessen kickst du mich einfach raus. Ich sage, ey, okay, mein, ey, kick mich raus. Ist deine Denkweise, wunderbar. Da sehe ich aber, ne, das quasi das Kernproblem. Das Kernproblem ist das Gegeneinander. Und ich bin mit dem Gegeneinander. Und das aus der Welt zu schaffen. Und solange ich irgendwie mich mit Tierfabriken und Boykottieren von Amazon oder was weiß ich was beschäftige, bin ich mit Symptomen beschäftigt. Das ist Symptombekämpfung. Und da ist mir egal, ob das irgendjemand kapiert oder nicht. Der Kern muss behandelt werden. Und wenn wir das Gegeneinander in ein Miteinander ändern, dann werden diese ganzen Folgeprobleme unweigerlich verschwinden, weil die das Gegeneinander als Basis brauchen. Ausbeutung, bla bla bla, Hass, Hunger, Krieg, dieser ganze Quatsch. Quatsch, absolut realer Quatsch, der aber Quatsch ist, weil wir ihn überhaupt gar nicht nötig haben.
So. Ja, so, ich denke mal, ich habe mich jetzt erstmal ausgesprochen und ja, gucken, was da jetzt weiterkommt. Ne, ich werde meine Sachen machen, so wie ich die kann, und stelle sie zur Verfügung zur Weiterverarbeitung. Ihr könnt jetzt aus meinen Inspirationen machen, was ihr wollt. Aus euren Inspirationen hole ich mir dann das, was ich da wieder draus machen kann. Und jetzt ist vor allen Dingen eins nicht mehr, es gibt keine Entschuldigung mehr. Es gibt keine Entschuldigung mehr von wegen, also das ist was für Doofe hier. Das, dieses 8V13-Ding ist was für absolut, das ist doof und gerecht zugeschneidert, also so, dass selbst Doofe es können. Und mir kann keiner erzählen, dass er zu doof ist, an diesem Aktionstag, das ist ein Mittwoch, soweit ich mich erinnere, noch irgendwelche Ausreden hat, die ihn daran hindern, das Notwendige zu tun. Zu wenigstens schon mal mit dem anzufangen, was man schon mal machen kann. Man muss ja nicht alles am 8. Mai ändern. Aber ein paar signifikante Dinge oder wenigstens eins. Und wenn man nur ein Ding, was eigentlich längst überfällig ist, wo man weiß, es würde mir helfen, es würde mir viel besser gehen, wenn ich das aus der Welt schaffen würde. Das aus der Welt zu schaffen, für sich persönlich. Und sich bewusst zu sein, dass man dadurch automatisch die Welt ändert, verbessert. Nicht nur seine eigene. Wir alle bilden zusammen die Biosphäre dieses Planeten. Ich bin eine Zelle. Genauso wie jede andere, genauso wie jede Mücke, die ich wegklatschen kann, eine Zelle dieser Biosphäre ist, also des Gesamtorganismus. Und wenn ich irgendwas gegen irgendjemand anderen tue, tue ich das automatisch gegen mich, weil ich es innerhalb dieser Biosphäre tue. Das heißt, wenn ich jemand anderen in die Fresse haue, kann ich direkt einfach mir in die Fresse hauen, hat den gleichen Effekt. Jemand hat eins in die Fresse gekriegt, auf der Erde. Jemand hat ein Lachen geschenkt bekommen auf der Erde. Kann auch passieren. Aber es gibt einen immensen Unterschied dazwischen. Das Ding ist, dass wir das bewusst steuern können. Hau ich jemandem in die Fresse oder schenke ich jemandem ein Lachen? Oder irgendwas dazwischen? Oder irgendwas drumherum. Ihr wisst, entweder was Positives oder was Negatives. Aber wenn ich negative Dinge tue, füttere ich damit die Biosphäre mit Negativität. Und damit mich selber. Mit Positiven ist das genau. So, und das ist nur wirklich nicht schwer zu kapieren. Und es ist ein Spiel. Ne? Für mich ist das Ganze wirklich ein Spiel. Ich sage, wir haben nichts zu verlieren. Ne? Kann eigentlich nur besser werden, wenn wir da was machen. Und für mich ist das definitiv wert. So. Ne? Ich verabschiede mich. Und sage... Peace. Ja, ne, das ist außer, ja, das sind Sachen, die entspringen den letzten Jahren Arbeit, die wir gemacht haben, wo wir so viele Sachen ausprobiert haben und so von so vielen Sachen gesehen haben, dass sie funktionieren. Das waren Testläufe. Sie haben funktioniert. Sie waren noch nicht dafür da, um sofort jetzt global überzuspringen. Das wäre auch blöd gewesen. Wir mussten es erstmal testen. Aber der Friedensfinger ist zum Beispiel eine Sache davon. Der Peace Trail ist eine Sache davon. So viel anderes. Wir sind hier. Ich spreche jetzt gerade mal aus meiner Welt. Da ist halt alles, was so ist. Ne? Das sind halt die Sachen, die ich selber persönlich die ganze Zeit mache. Andere sind mit Occupy beschäftigt oder in anderen Netzwerken. Aber letztendlich machen wir alle dasselbe. So, und wer jetzt noch wissen will, wo man mein P2P-Netzwerk findet, ihr findet es unter dem Wir sind hier-Logo. Egal, wo ihr das seht, habt ihr mit meinem P2P-Netzwerk zu tun, von dem ich die ganze Zeit rede. Das ist nicht mein P2P-Netzwerk, das ist unser P2P-Netzwerk. Wo jeder herzlich willkommen ist, daran teilzuhaben und unter völlig anderen Bedingungen Informationen, Waren, Dienstleistungen und noch viel mehr austauschen zu können, wo man in der Finanzwirtschaftswelt überhaupt gar keinen Zugriff drauf hat. Wenn man in der Finanzwirtschaftswelt alles nur kaufen kann. Was man nicht kaufen kann, kann man fast nicht kriegen. Freundschaft, Liebe, liebe Leute um sich herum, kann man nicht kaufen.
Aber das kann man sich schaffen. Und zwar für lau. Braucht man keinen Cent für. Braucht man gar nichts für. Muss es nur tun. Ja. So ist das. Ne? Ich werde weitere Videos machen mit netten Anregungen und bla bla. Zum Beispiel gehen mir gerade die Freugroß durch den Kopf. Da mache ich ein extra Video zu und so, damit das hier auch nicht ausufert. Die nächsten Videos werden, glaube ich, ein bisschen kürzer. Oder vielleicht auch zwischendurch schon mal eine Chill-mit-mir-Sendung dazwischen. Ne, keine Ahnung, weiß nicht, was kommt. Werden wir sehen. Ich sehe nur, was für Möglichkeiten wir haben. Was wir daraus machen? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich sage nur, was wir daraus machen können. So. Peace. Man muss sich wieder dran gewöhnen, ne? So. Alles Gute, euer Jesus. Mag Jod.